Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Zero, die Priesterin des schwarzen Wassers. In der letzten Folge haben wir Rui gesucht, wieder in diesem, in dem Haus des Nebels oder das Haus im Nebel oder irgendwie so. Auf jeden Fall das eine Haus, was da auch irgendwann mal verschwunden ist. Da waren wir wieder drin und hatten auch so ein paar Visionen von unserem Kumpel hier, Kazuya. Und haben Rui gefunden und Rui hat uns in diese komische Kiste reingezogen und wir sind in einem Raum aufgewacht. Und da hatten wir die Folge beendet. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede oder wenn ihr vergessen habt, was passiert ist, könnt ihr gerne nochmal in die letzte Folge reingucken, dann könnt ihr euch das anschauen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir. Ren prüfte die Aufzeichnung der Überwachungskameras und bemerkte, dass Rui ebenfalls zum Berg gelockt wurde. Er erinnerte sich an den Traum, den er hatte, in dem sich Rui im verschleierten Haus auch als Wartereianwesen bekannt befand. Ren weiß sofort, dass das sein nächstes Ziel sein muss. So, das war jetzt hier nochmal eine kleine Einladung. Wir sollten jetzt aber im Haus sein. Wenn wir jetzt nicht im Haus sind, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich erstmal spielen und dann muss ich von vorne anfangen. Aber nein. Wir sind hier. Wo bin ich? Ja, das ist die Frage. Die Frage, die uns alle brennend interessiert. Hier haben wir nochmal ein Buch. Alter, erstmal wieder in die Steuerung gewöhnen. Ein paar Tage nicht gespielt. Ach, ich möchte ungern versuchen, jetzt hier rauszugehen. Eine Schriftrolle hängt in der Nische. Na dann. Kazuyas Notiz. Ich weiß nicht, wo ich bin oder wie ich hierher gekommen bin. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist ein Telefongespräch mit ihm. Wenn er mich doch nur aufgehalten hätte, wäre ich jetzt vielleicht nicht hier. Die Zeremonie wird gleich anfangen. Dies ist das Ende. Oh Gott, stand die Puppe gerade eben schon da? Okay. Also können wir davon ausgehen, dass der Kazuya tot ist? Ich werde jetzt hier rausgehen, aus diesem Haus, aus dem Haus. Ich gehe raus. Hallo? Wow, hier ist nichts Interessantes. Wie prickelnd. Hä? Warum ist denn hier aber die ganze Zeit, hier leuchtet doch was. Hier muss doch irgendwas Spannendes sein. Moment mal, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wo denn? Ach, hier. Ich finde es halt immer sehr lustig, dass das Buch auf dem Boden immer anders aussieht als das, was man halt aufnimmt, ne? Was haben wir hier? Der Name Kunihiko Aso steht auf dem Buchrücken. Dr. Aso, der Erfinder der Kamera Obscura, muss es wohl zurückgelassen haben. Aso oder Asso? Wahrscheinlich. Es ist doch eh egal. Ich werde es wahrscheinlich eh falsch aussprechen. Da Fotografie noch immer ein teurer Zeitvertreib ist, ist es üblich, Verstorbene auf Leichenfotos schick einzukleiden. Als ich diese Bilder zum ersten Mal sah, entschloss ich mich dazu, selbst eine Kamera zu entwickeln. Leichenfotos sind mehr als nur einfache Andenken. Sie fangen den Toten die Seele auf eine Art ein, die mit dem bloßen Auge nicht möglich ist. Ich habe mein Leben dem Zweck gewidmet, eine Kamera zu erschaffen, die das Unsichtbare einfangen kann. Sobald ich einen funktionstüchtigen Prototyp entwickelt hatte, begann ich Leichenfotos zu machen. Ich bereiste das ganze Land und machte überall Fotos von Leichen. Die Leute waren mir sehr dankbar, dass ihnen die Seele der Verstorbenen so erhalten blieb. Vor allem die Leute in Tamai, Ayukawa und Katase, in der Nähe des Hikami-Bergs, waren begeistert. Sie sagten, sie wären den Stützen ähnlich. Dies ist jedoch immer noch nicht die Kamera, die ich mir wünsche. Sie nimmt ausschließlich sichtbares Licht auf. Ich muss das einfangen, was das Auge nicht erfassen kann, den Teil der Schatten. Wenn mir dies gelingt, könnte ich die mögliche Existenz einer unsichtbaren Welt beweisen. Ja, das hat er ja nur geschafft. Ob wir eigentlich auf den Typen hier auch nochmal treffen, das wäre so witzig.
Wo kam ich denn jetzt eigentlich? Die Tür muss von der anderen Seite verriegelt sein. Naja, prima. Es ist auch wieder so, ne? Ich mache 3 Schritte in dem Haus hier. Das ist noch nicht mal so groß und ich habe mich schon verlaufen. Oh, oh. Dass wir hier nicht durchkommen. Eine Trennwand teilt den Gang. Von der Decke hängt ein Seil, an das rote Tücher geknüpft wurden. Vielleicht soll das eine Art Schutz sein. Es ist ja nicht so, als wenn er diese Faltwand da nicht wegschieben könnte. Ich verbrate hier erstmal meinen Google-Film dafür. Ein altes Schriftstück wurde hier auf dem Boden zurückgelassen. Über die Wahl der Braut. Bräutigame werden aus anderen Orten hierher gebracht. Der Bräutigam trifft dann seine Wahl mithilfe geweihter Bildnisse. Die Dame, die Paare vermählt, bringt die auserwählte unsterbliche Blume hervor und die beiden werden miteinander vereinigt. Die unsterblichen Blumen warten auf jemanden, der mit ihnen gemeinsam in ihren Särgen verweilen wird. Es ist ihnen nur gestattet, auf einen Partner zu warten. Selbst dürfen sie nicht wählen. Das ist der letzte Wunsch der unsterblichen Blumen. Ich frage mich gerade, wie läuft denn das? Sind die schon tot und bekommen dann erst ihren Bräutigam oder... passiert das noch, bevor sie geopfert werden? Zwischen den Bildern von Ehepaaren hängen Talismane von den Wänden und der Decke. Rote Tücher sind an ein Seil geknüpft, das dazwischen gespannt ist. Echt schräg. Auf dem Altar steht eine kleine Schachtel inmitten roter Kerzen. Hinter ihr liegt ein Bild eines Pärchens bei ihrer Hochzeit. Unzählige weitere Hochzeitsbilder dekorieren die Wände und Decke, aber sie sind etwas verdreckt und wirken sehr alt. Ich finde diesen Raum irgendwie unheimlich. Die Tür bewegt sich keinen Millimeter. Naja, danke. Danke für gar nichts. Kann ich irgendwas fotografieren? Achso, ja, ich könnte einfach auf der anderen Seite rausgehen, wa? Hallo? Bin ich hier richtig? Also wo soll ich denn zuerst hingehen? Ich gehe jetzt auch erstmal hier hinten hin. Notizen, die im Schatten des Raumverteilers fallen gelassen wurden. Es wurde etwas mit zittriger Hand darauf gekritzelt. Ich habe eine solche Angst, dass ich nicht aufhören kann zu zittern. Ich muss gehen. Ich habe sie gewählt, also müssen wir jetzt auch gemeinsam sterben. Sie hat schon so lange gewartet. Okay, also ist meine Frage damit beantwortet, aber das würde ja bedeuten, dass sie ja noch hier wäre. Also, hier wurde doch aber niemand frisch geopfert, oder? Obwohl, wer weiß, die töten ja hier ständig noch Leute. Die Geister halt, ne? Die sind einfach irre. Die sind verrückte. Hauptsache, ich trampel hier erstmal auf den Tischen rum. Über Bräutigame. Die Seele des Bräutigams ist nach der Geisterhochzeit an die Braut gebunden und wird mit ihr in den Sarg gelegt, damit die Stütze gestärkt wird. Die geweihten Bildnisse der Hochzeit werden fertiggestellt und der seelenlose Körper des Mannes wird im verbotenen Tal begraben. Die Seelen jener Männer, die während der Geisterhochzeit ihren Verstand verloren haben, werden in unmarkierten Gräbern im verbotenen Tal aufbewahrt.
Der Leichnam wird allein in ein Reliquar gelegt und in den Tiefen der Leibeshöhle vergraben. Vor allem den Verstand verloren. Das sind ja Aussichten. Kann ich hier eigentlich auch rausgehen? Du wieder. Jetzt habe ich einen Schreck bekommen. Ach nee, das sind doch diese mit ihren komischen Bobbeln. Nein, 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 nein. Sei artig. Oh, oh. Warte, warte, warte. Oh, oh. Habe ich nicht noch hier? Genau. Hilfe, ich hänge an den Tischen fest. Guckst du so? Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Es tut mir leid. Schon nicht verschwinden. Oh nein, sie hat einen Bobbel gemacht. Sie hat einen Bobbel gemacht. Geh weg, Bobbel. Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Mann, ey. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, ich hasse diesen Geist, ne? Also die alten, die kann ich überhaupt nicht leiden. Weiche von mir, du Dämon. Hier nochmal Punkte abgrapschen. Oh, kann ich mit ihm, glaube ich, nicht. Mist. Aber das bringt mich natürlich dazu, ob ich seine Kamera aufwerten kann. Ich könnte den Sensor besser machen, erhöht die Angriffsreichweite. Aufladen kann ich leider nicht besser machen. Verlangsamt die Gegner, während die Funktion zum Schießen von 4 Fotos in Folge genutzt wird. Wäre ja auch nicht verkehrt, ne? Verdammt. Mehr Angriffsreichweite wäre eigentlich auch gut. Aber ich will, dass das schneller nachladen kann. Ich glaube, ich komme mit allem klar. Nur nicht, dass das immer so lange dauert. Anstrengend. Kann ich jetzt noch eigentlich hier raus? Kann ich auch. Mann, verdammt. Da weiß ich doch nie, wo lang ich muss. Oh, jetzt stehe ich hier hinter. Schon wieder das Geräusch, als würde ich durch Wasser laufen. Ne, herrlich. Na, das sieht ja vertrauenserweckend aus. Ach, ist neblig, okay. Ich dachte, das wäre Rauch. Nee, nee, mit dem Raum da will ich nichts mehr zu tun haben. Die schon wieder. Yoku irashai mashita. Aso-sama ga mata korareru to wa konna ni medetai koto wa nai. Wie bitte?
ち切りの相手はもう決まっておりましょうな。さあ、花嫁が待っておりますゆえ、こちらへ。Warum hat sie mich dann Aso genannt? Mit Nachnamen. So. Ich würde ja mit ihr nicht mitgehen. Die sieht aus wie eine arme alte Frau, aber sie ist bestimmt ein Geist und greift mich gleich an. Die ist nicht so gebrechlich, wie sie tut. Das ist doch jetzt sicher ruhig. Ach, komm schon. Lass uns von dannen ziehen, dieses Haus ist doof. Jetzt einfach ganz schnell raus hier. Was ist der schnellste Weg hier raus? Ich will nicht mehr hier sein. Ich springe einfach da durch das Loch. Oh nein! Jetzt geht... Ach, das schon wieder vor allen Dingen, ne? Dasselbe hatten wir doch hier schon mal. Guten Tag. Ob ich eigentlich sterben würde, wenn ich jetzt hier voll lange brauche für den Kampf? Gut, Frage, nächste Frage, wie man so schon sagt. Ne? Oh, das meine ich, das dauert so lange, bis es nachlädt. Geh weg! Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ich bin zu ungeduldig. Hm.
Na komm. Geh einfach drauf. Nein. Oh, ich hasse sie. Ich hasse die alle. Nein, ich finde ihren Angriff abzupassen, ist echt schwer. Wo war jetzt hier die Tür? Bin jetzt hier so viel gerade hin und her gelatscht, dass ich vergessen habe, wo die Tür ist. Wo ist die Tür? Ich muss hier raus aus diesem Haus. Hier. Jetzt darf ich doch. Hä? Warum? Lass mich hier raus. Wenn ich nicht aufpasse, verschwinde ich mit dem Haus. Darauf habe ich ja gar keine Lust. Warte mal, wo ist denn. Es gibt doch hier irgendwo eine Karte, oder? Wo geht's denn hier raus? Eigentlich doch hier. Aber hier komme ich gerade nicht raus. Warum? Wo gehe ich denn jetzt raus? Hm. Nee, von da oben komme ich ja. Da will ich nicht wieder hin. Wo könnte ich rausgehen? Hier irgendwo raus. Hallo, ich suche einen Ausgang. Bitte lasst mich raus. Ich glaube, der nimmt mir übel, dass er wegen mir hier gefangen ist. Ach ja, hier kam man doch raus, glaube ich, ne? Hallo? Bitte lass mich raus aus diesem Haus. Mensch, sag mal, jetzt bin ich doch schon wieder vorne. Oh Mensch, Alter. Diese Steuerung macht mich ein bisschen kirre. Geh doch hier einfach durch. Wo komme ich hier raus? Tür ist verschlossen. Ach, mach keinen Scheiß. Okay, wo sie. Die müssen irgendwo im Haus sein. Ja, wo denn? Ach ne. Ich gehe einfach. Tschüss. Okay, Porträts, Porträts. Das kann ja hier überall sein. Da, ich hab's. Nein, Hilfe!
Verdammt, ich dachte, das wären nur die Hände. Bitte recht freundlich. Naja, ihr solltet ja schnell tot sein. Wo ist denn der andere Vogel? Komm, lass es uns doch nicht so kompliziert machen. So. Echt keine Zeit für dein Verhalten hier. Kann ich dich anfassen? Komm, lass dich antatschen. Ruhi, mach mal ein bisschen Platz hier. Danke. So. Das sind doch die, oder? Hören können, dass die das sind. Hallo? Was können noch die sein? Och Mann, ich muss mir das Foto nochmal angucken. Porträts der Verstorbenen. Einmal so ein großes mit dem Kimono-Typen und daneben hat einer so einen weißen Kimono an. Ja, das sind doch die Fotos hier. Die beiden. Jetzt krabbelt aus der Kiste natürlich gleich noch ein Geist. Sowas wird mir dann gezeigt, ne? Aber vorher kriege ich keinen Tipp. Natürlich krabbelt jetzt hier noch jemand raus. Das war doch klar. Oh nein. Ich glaube, das ist Kasuya. Der sieht ihm jedenfalls verdammt ähnlich. Oh nein. Den muss ich 100 pro gleich antatschen. Schade, ich konnte ihn nicht antatschen. Kasuya hat etwas zurückgelassen, als er verschwand. Aber ja, das war er dann definitiv. Es war von dem Moment an vorbei, als ich das Foto gesehen hatte. Ich bin erledigt. Sobald ich meinen Blick auf dieses einsame Gesicht richtete, band ich mich an sie. Ich weiß, dass ich jetzt keine andere Wahl mehr habe, sonst steht mir der Tod bevor. Ich wurde als ihr Bräutigam auserwählt. Ich muss jetzt gehen. Sie hat schon so lange gewartet. Sie wartet da vorne, aber nicht auf mich. Sie wartet auf jemand anderen. Kasuya. Tja.
Das war's dann mit unserem Kumpelfreund. So, bin ich jetzt hier lang richtig? Ja. Und raus aus dem Schuppen. So, jetzt sind alle Verlorenen ja wiedergefunden. Doch was passiert? Na, es sind noch nicht alle. Hisoka ist noch nicht wieder da, ne? Renfant Rui in einem Ausspucken sortieren. Renfant Rui in einem Reliquar im verschleierten Haus, wurde jedoch selbst mit hineingezogen. Er erwachte in einem ihm unbekannten Haus. Eine alte Dame in Weiß führte Ren in einen Raum, in dem Rui verkleidet als Braut auf ihn wartete. Es schien der Raum zu sein, in dem Hochzeiten zwischen den Lebenden und den Toten abgehalten wurden. Rui verwandelte sich plötzlich in eine furchterregende Braut in Schwarz. Dann war sie plötzlich wieder im Haus des Volkskundlers. Dort traf sie auf Rens Freund Kazuya, dessen Hochzeit mit einem Geist schreckliche Folgen gehabt hatte. Das verschleierte Haus verschwand daraufhin zusammen mit Kazuya im Nebel. Tja, das war's mit ihm. Note A, dabei habe ich mich anteilig so dämlich angestellt, ne? Ich finde vor allem die Zeit voll geil. Ich frage mich, wie die Zeit bemessen ist, weil ich habe ja alleine schon für die Folge jetzt gerade fast so viel gebraucht, 38 Minuten. Also, ich frage mich, wie die die Zeit berechnen. Trophäe erhalten, Geisterhochzeit. Damit sind wir beim 11. Tropfen. 11. Tropfen, Mio Hinasaki finde Miko Hinasaki. Okay, sie sucht also ihre Mutter. Und die Miko ist ja die aus dem ersten Teil. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ja, Leute, und ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, nachschauen wollt oder was auch immer, ich habe euch unten im Abspann jetzt hier die Playlist mit verlinkt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht es gut. Tschüss.